Dokumentation über die Kristallschädelformation im Steinheilkreis. Diese Dokumentation betrifft die Kommunikation zu Parallelwelten und anderweitigen Entitäten in Bezug auf die Bewusstseinsentwicklung des Menschen und der Erde. Ja, wenn ich heute in den Steinheilkreis schaue, dann sehe ich immer noch, dass eine sehr große Aktivität von den Kristallschädeln ausgeht, von den Kristallen, die eine unglaubliche Heilarbeit leisten in Bezug auf die tiefgreifende Transformation des Feldes der Erde und dass diese Heilarbeit noch nicht beendet ist und sich weiter fortführen wird. Und so bitte ich diese Kristallschädel, die jetzt etwas zu sagen haben, auch im Kontext zu anderweitigen Entitäten aus anderen Parallelwelten, die Botschaften hier durchzubringen, welche wesentlich und wichtig sind für die Bewusstseinsentwicklung des Menschen sowie für die Weiterentwicklung der Erde. Es spricht als erstes die Kristallschädelformation von Alkmene. Liebe Cynthia, wir arbeiten zurzeit am Aufbau neuer Heilenergien, neuer Heiltechniken, die sich in der Zukunft auf der Erde noch weiter manifestieren wird. Es ist eine neue Form der Heilarbeit, eine neue Form von Schwingung, die auf der Erde manifestiert werden möchte und die für dich sowie auch für viele andere geerdete, realistisch bezogene Menschen sonderbar erscheinen mag. Doch dieses Mitgehen mit den neuen Heilinformationen und neuen Heilschwingungen ist außerordentlich wichtig. Wie du es bereits gestern schon erwähnt hast, sind die Grenzen in euren Systemen, in unterschiedlichsten Systemen, bereits schon deutlich, mehr als deutlich erreicht. Und im Inneren dieser Systeme findet bereits schon ein Zerfallsprozess statt. Dieser Zerfallsprozess hat mit einem natürlichen Ende von gewissen systemrelevanten Mechanismen zu tun. Und diese Transformation wird nun sehr deutlich eingeleitet. Im Äußeren könnt ihr das noch nicht fühlen oder sehen, jedoch sehr klar im Inneren. Und du und ihr alle als Zuhörerin, als Zuhörer wisst es ja genau, was es bedeutet, im Äußeren den Schein zu wahren und so zu tun, als wäre alles IO. Die jüngsten Veränderungen in der Finanzbranche, aber auch in der Pharmaindustrie, werden hier diesen Wellengang noch stärker provozieren und auch verursacht durch die letzte Krise, die ihr in der Gesellschaft erlebt habt, durch die Pandemie. Eine Veränderung in eurem Bewusstsein bewirken, aber auch erwirken. Das Einfachste, was ihr tun könnt, um mit diesen Veränderungen mitzugehen, ist, euch darauf einzulassen, das Neue zuzulassen, anzuerkennen, dass alte Systeme definitiv einem Verfallsdatum unterliegen und das Neue kommen möchte.
eine neue Zeit, eine leichtere Zeit, wo ihr endgültig auf unterschiedlichsten Ebenen loslassen dürft von Angstthemen, von Themen, die euch im Nacken sitzen und einen großen Schrecken verursachen. Diese Heilung und diese Transformation dauert noch einen Moment an und bewirkt bei vielen Menschen psychisches Unwohlsein oder gar depressive Zustände, Zustände von Fragen über das Leben, wie das Leben Sinn macht, ob es unter diesen Umständen Sinn macht oder ob ihre alte Daseinsform, Arbeitsform doch nun noch richtig ist. Und diese innere Auseinandersetzung ist von großer Bedeutung, da sie später in der Zukunft auch im Äußeren ihre Wirkung, ihre Veränderung euch allen zeigen wird. Viele Menschen sind müde, sind sich überdrüssig, ja, manche sogar gelangweilt über die ständig wiederholenden Zustände an ihren Arbeitsplätzen und dass Innovation nur immer wieder im gleichen Rahmen stattfindet, aber nicht über diese Grenzen hinaus. Und wir sprechen zu euch hier in der Form durch mich als Alkmene, dass diese Transzendierung, ja, die Erweiterung eures Bewusstseins, die Erweiterung eurer Grenzen maßgeblich ist, um zu neuen Bereichen eures Seins aufbrechen zu können. Im Steinheilkreis aktiviert sich nun die kleine Kristallkugel von Nando, die Amethyst-Kristallkugel mit einem Durchmesser von circa 1 Zentimeter. Es erfolgt eine Heilschwingung, die übertragen wird an alle Zuhörer. Und welche nun einen heilenden Effekt auf das Linsenlicht der Bergkristalllinse richtet und von dort aus einen Spiegeleffekt provoziert. Die Auseinandersetzung von euch durch das Thema Spiegelbild, Spiegelungen im Außen wird von sehr großer Bedeutung sein, da ihr lernen müsst, dass alles, was im äußeren Leben nicht gut läuft, eine Spiegelung eures inneren Selbst ist, was nach Heilung ruft und was Heilung bekommen wird und in die Heilung gehen möchte. Und dass ihr im Rahmen dieser so ungemein tiefen Selbsterkenntnis über euer eigenes Spiegelbild im Betrachten eurer äußeren Lebensumstände so massivst auf euch zurückgeworfen werdet, um wahrlich ehrliche Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit euch selbst betreiben zu müssen. Diese zutiefst ehrliche Selbstbetrachtung kann schmerzlich sein, denn sie führt euch an Ecken und Kanten, an Schmerzen und Wunden, an Verletzungen, die euch unbequem sind, die ihr nicht mögt und die von euch fordern, dass ihr euch euren inneren Themen liebevoll stellt und diese nicht ständig wiederkehrend nach außen projiziert und gar noch jemand anderem die Schuld gibt,
für eure eigene innere Unzulänglichkeit mit den Problemen eures eigenen Seins auf richtige Art und Weise fertig zu werden. Die Heilkraft der Bergkristalllinse im Steinheilkreis hier bei Heaven's Door verdichtet dieses Bewusstsein in euch. Und sie nährt diese schonungslose Auseinandersetzung mit und zu euch selbst im Sinne einer sehr, sehr tiefen Selbsterkenntnis. Und auch, dass ihr die Verantwortung für euer eigenes Wohlbefinden, für euer Glück nicht auf andere übertragen könnt oder in irgendeiner Form delegieren könnt an andere Menschen, die euch kurzfristig eine Beschwichtigung eurer Symptome, eurer Zustände herbeiführen könnt. Ja, denn diese Übertragung eurer inneren Bedürftigkeit auf andere führt dazu, dass ihr euch eher länger in Teufelskreisen aufhält, als die Verantwortung für euch selbst an die Hand zu nehmen und die innere Heilarbeit an euch, an euren Themen zu vollziehen und zu verrichten. Ihr könnt davon ausgehen, wann auch immer ihr euch eurem Innersten widmet, durch diese glasklare, spiegelnde Resonanz, die schonungslos sein kann, direkt, wann immer ihr euch dem stellt, eurem Inneren stellt und ihr um Hilfe bittet oder diese Hilfe auch im Äußeren sucht, dass ihr die rechten Hilfen bekommen werdet. Und dass diese Hilfen ungemein heilsam sein werden. Und dass sie euch helfen werden, eure Symptome, eure Not, eure Bedürftigkeit, euer Gefühl von Unzulänglichkeit auf tiefster Ursachenebene zu heilen. Und keine Symptombehandlungen mehr, keine Beschwichtigungen mehr oberflächlicher Art an euch zu vollziehen. Das ist nichts anderes als Selbstkasteiung, Selbstquälerei und ihr verlängert und verzögert euren inneren Wachstumsprozess und eure Lebensthemen werden chronisch, was zu vermeiden ist. Also ist diese schlagartige Blitzspiegelung, die auch hervorstechend sein kann für euch, die euch manchmal auch stechend quälen kann, nicht da, um euch zu bestrafen oder unnötig euch zu schmerzen, sondern dass ihr schnell erkennen sollt und erkennen müsst, dass ihr die Verantwortung für euch übernehmen dürft und so in diese liebevolle Selbstbetrachtung und Heilung gehen müsst und dürft, um transformieren zu können und eben nicht zu projizieren, schon gar nicht auf andere, auf das System, auf andere Menschen, auf das Kollektiv, auf euren Partner, auf eure Partnerin, auf irgendwen, der euch gerade nervt. Übernehmt diese sorgfältige und liebevolle Selbstverantwortung. Im Steinheilkreis aktiviert sich
die Amethystspitze. Die Amethystspitze verbindet euch jetzt hier mit dem stellaren Bewusstsein, mit dem Bewusstsein der Sterne, dass ihr alle nichts anderes seid als Sternenstaub. Und das ist schön, das ist unglaublich heilsam und berührend zugleich. Und erinnert euch an eure wahre Identität, wer ihr seid, woher ihr kommt, was euer zutiefst innigster Herzenswunsch ist und wie ihr diesen erfüllen könnt und auch wollt. Und folgt dem, folgt eurem Herzen, folgt eurem inneren Licht und lasst dieses erstrahlen. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel aus moralischen Gründen, aus dogmatischen Gründen, aus traditionsbehafteten Gründen, nur weil man es so macht, sondern hört auf dieses wunderschöne Glitzern eures ewig innewohnenden Sternenstaubs und eurer inneren Glitzerwelten. Da ist Magie pur, welche dahinter liegt und die von euch angeschaut, betrachtet, berührt, erfüllt, mit dem auch gespielt werden möchte. Und erkennt in diesem liebevollen Anschauen dieser Prozesse, wie ihr einst selbst Kind wart, welch große Sehnsucht euer inneres Kind hat nach Magie, nach Glitzer, nach den Sternen, nach diesen unglaublich schönen Galaxien, die es hier in diesem Kosmos gibt. Und richtet euch nach den Sternen aus. Die Sterne werden euch führen, sie werden euch begleiten, sie werden euch heilen. Und wann immer ihr die Möglichkeit habt, auf die heilende Essenz von Sternenquell, von Heaven's Door zuzugreifen, dann gönnt euch ein paar Tropfen, paar Pumpstöße, denn es aktiviert sofort euer stellares Bewusstsein, euren inneren Sternenstaub und somit euer Potenzial, welches ihr mitgebracht habt hier auf die Erde, was von euch durchlebt und erfahren werden möchte, um eben in diesen Change, ja, in diese Veränderung, in diese große und auch großartige Veränderung in der neuen Zeit gehen zu dürfen. Neben der Amethystspitze steht rechts davon die Amethystpyramide. Und so sehe ich auch, dass hier noch Belastungen vorhanden sind bei vielen verschiedenen unterschiedlichen Menschen von euch aus Inkarnationen vom alten Ägypten, die euch schwer machen. Und gleichzeitig ist darunter verborgen ein unglaubliches Wissen und eine unglaubliche Weisheit, die wiedererlangt werden möchte, die wichtig ist, die ihr in der Zukunft noch brauchen werdet, um nach dem Change dieses Wissen zu teilen und zu vernetzen und auch mehr in eine Gelassenheit, in eine Weisheit zu kommen und somit auch angstfreier zu werden von dem, was in der Vergangenheit war. Ihr werdet sehen und spüren, wenn ihr aus der Zukunft zurückblickt
und die Corona-Pandemie anschaut, ihr werdet lachen. Ja, ihr werdet lachen darüber, welch alter Wahn euch hier geritten habt und wie sehr ihr alle in diese schreckliche Form der Projektion geraten seid. Auf beiden Seiten. Auf Seiten der Hypochonder, aber auch auf Seiten der Gesellschaftsablehner, auf Seiten der Impfgegner. Das alles ist nicht relevant. Reibt euch nicht auf, denn es sind eure alten inneren Themen, die hier angetriggert wurden und vielleicht nochmals werden, um euch erkennen zu können. Erinnert euch an die Botschaften der Linse, dass es nichts anderes ist oder war als, und es wird noch zukünftig sein, eine glasklare, eindeutige Spiegelung eurer eigenen inneren Konflikte und verworrenen Themen, eurer Ärgernisse, eurer Wut, eurer Angst, die ihr auf hervorragendste Weise ins Äußere projiziert habt. Übernehmt Selbstverantwortung für eure Empfindungen, für eure Gedanken, für eure Handlungen. Schiebt niemandem die Schuld zu, sondern erkennt euch selbst. Werdet gleichmütig mit euren Themen und tolerant zu dem, was ist, im Äußeren, zu anderen Meinungen, zu anderen Menschen, damit ihr niemanden beurteilt oder gar abwertet oder dass ihr nicht beurteilt oder gar abgewertet werdet. Denn das Ziel eines solchen Transformationsprozesses, wie ihr ihn durchlebt habt, hat kein anderes Ziel als die Gemeinschaft und die Inklusion eines jeden. Es sind einzig und allein eure Ängste, die euch hier in die Vermeidung gebracht haben, dass es anders sein sollte. Egal wie ihr in dieser Diskussion involviert wart. Und so könnte man auf einer anderen Ebene sagen, die Krise, die ihr fast überwunden habt, ist nichts anderes als eine tiefe Katharsis von Belastungen aus Inkarnationen, unter anderem im alten Ägypten, nicht nur, und natürlich im Individuellen mit all jenen angesprochenen Themen. Aus dem Steinheilkreis aktiviert sich Kristallschädel der Labradorit-Kristallschädel Melchior. Und es geht um die Weisheit. Um die Weisheit im Menschsein. Um weise zu werden. Und loszulassen von Ängsten. Wann auch immer ihr in eure Ängste kommt, ihr projiziert. Und so ist es wichtig im Rahmen eurer persönlichen Transformations- und Heilarbeit in eurem Inneren aufzuräumen. Und mit Ängsten sind nicht normale Alltagsängste gemeint,
sondern dort, wo ihr euch selbst nicht liebt, wo ihr euch selbst ausgrenzt von der Liebe und dadurch streng werdet zu euch selbst, zu anderen, zum System, dass ihr möglicherweise auch die Tendenz dazu habt, zu klugscheißerischen Weltverbesserern zu werden, was nicht nötig ist. Denn wenn ihr euch selbst liebt, in jenen Anteilen, die ihr von euch ablehnt, findet die Transformation von innen heraus statt und kann somit auch, wenn dies mehrere Menschen tun, systemisch wirksam werden. Und diese innere Transformation, gefolgt von äußerer Transformation, macht euch zwangsläufig weise. Aber es setzt voraus, dass ihr erkennt, wo ihr nicht in der Liebe seid, wo ihr euch von der Liebe ausgrenzt, wo ihr bewertet oder beurteilt, wo ihr mit dem Kopf analytisch Lösungen sucht, statt in die liebevolle Annahme eures eigenen Seins und Wesens zu gehen und so euch selbst verfehlt. Die Wirkung dieser Botschaften aktivieren ebenso gleichzeitig die Heilung dieser Themen an euch. Und es kann ein Unwohlgefühl in euch entstehen, im Sinne dessen, dass die resonante Schwingung jene Anteile in euch aktiviert, die ihr eben aus Unwohlsein verdrängt habt, aus dem schlichten und einzigen Grund, nicht fühlen wollen zu müssen, was ihr verdrängt habt im Rahmen der Unfähigkeit, euch selbst lieben zu können, euch selbst verzeihen zu können, dass ihr es euch nicht erlaubt habt zu fühlen und wie schwer ihr damit umgeht und welcher Schmerz, welches Leid, welcher Druck doch dahinter ist, den ihr nun öffnen, liebevoll öffnen und befreien dürft. Und so switcht nochmal die Energie von Labradorit Kristallschädel Melchior über die in der Mitte liegende Kristallkugel Amethyst zur Amethystpyramide, die nun über ihre Spitze stark ausstrahlt. Und ein sehr, sehr starkes Heilungsfeld über ihre viereckige Form auf dem Boden für die Erde ausstrahlt. Denn auch die Erde ist ziemlich mitgenommen und auch ein wenig verwirrt, was eine resonante Wirkung ist auf diese menschliche Verwirrung. Und somit wird Heilschwingung abgegeben, um diese Verwirrungen, diese Vorhänge in eurem Bewusstsein zu richten. Weg mit den Schatten, weg mit dem Nebel, weg mit diesen diffusen Erkenntnissen, mit den umwölkten Zuständen eures Minds, eurer Geisteskraft. Weg auch mit den Illusionen. Ein sehr wichtiges Thema, gerade im Bereich der Liebe. Wo habt ihr euch selber etwas vorgemacht? Wo haltet ihr an Traumtänzereien und an Fantasien fest, was auch hier im Spiegel der Reflexion
nichts anderes aufzeigt als die Bedürftigkeit, die Verletztheit eures eigenen inneren Kindes, was Heilung braucht, und zwar echte Heilung, tiefe Heilung, Annahme, wie es Melchior gesagt hat, alte Geschichten, die über Jahre, Jahrzehnte in euch aufgetürmt wurden, wie der Turmbau zu Babel. Es explodiert bald und bricht alles auseinander. Und ihr werdet es nicht mehr halten können. Und ihr sollt es auch nicht mehr halten können, denn ihr müsst fühlen, was da in euch angelegt ist an Fantasie, was nichts anderes ist als die Sehnsucht und auch eine leichte Dissoziation eures inneren Kindes in Bezug auf das, was es eigentlich gerne hätte. Es ist eine Form der Realitätsflucht. Und es ist keine Frage, dass das Paradies auf der Erde erschaffen werden soll. Natürlich soll es erschaffen werden. Doch wie könntet ihr es denn erleben, wenn nicht ihr selbst, wie mehrfach erwähnt, diese liebevolle Selbstverantwortung für euch selbst an die Hand nehmt und eure inneren Themen transformiert? Es muss über die Transformation gehen. Anders geht es nicht. Und ihr könnt es nur teilweise selbst machen und ihr braucht aber auch die anderen. Und warum ist das so? Weil aus dieser Angst heraus so viel Trennung, Spaltung, Separierung entstanden ist, was nicht das Ziel der jüngsten Herausforderungen in eurer Gesellschaft war, sondern, wie gesagt, die Inklusion. Es ist eure eigene Angst, die es euch verboten hat, in Verbindung zu gehen zu dem, was ihr ablehnt. Und wie könntet ihr ablehnen im Äußeren, wo doch eure zutiefst innewohnende Sehnsucht die Verbindung ist, die Geborgenheit, die Innigkeit, die Liebe, das liebevolle Sein? Inkludiert euren Schatten. Aus dem Kristallschädelkreis spricht nun das männliche Einhorn, das Bergkristalleinhorn Tedeon. Sehr starke männliche Energien. Absolut präsent, absolut im Vordergrund, absolut stark. Es fehlt an Führung in euren Systemen. Es fehlt und schwächelt an der männlichen Energie und Kraft. Warum? Weil die männliche Energie unterdrückt. Sie versperrt sich teilweise ihren gegebenen Veränderungen, was nicht optimal ist. Denn die männliche Energie muss in die Konfrontation gehen. Die Verweigerung geht nicht. Es ist eine Unterbindung der männlichen Kraft, die über die Verweigerung fühlen zu wollen, Gefühle zuzulassen, zu einer Unterdrückung der männlichen Energien kommt. Das heißt, Männer werden verweichlicht oder sie schaffen es nicht, auch hier im Rahmen ihrer Transformationsprozesse, ihrer Transzendierungsprozesse in ihre männliche Kraft zu kommen, weil sie unterdrücken, statt zu konfrontieren. Und das ist nicht optimal. Denn die männliche Energie hat im Grundsatz ihres Wesens Konfrontation als ein Lösungsmodell in sich.
was nicht hart sein muss, in keinster Weise, sondern ehrlich, direkt, zugewandt, offen, bereit. Gebend. Und dies alles muss für das männliche Kollektiv separat, neu, anders geübt werden als wie zuvor. Und das ist herausfordernd. Denn die männlichen Energien haben eine Öffnung erfahren hin ins Fühlen, hin in die Herzöffnung, was Herausforderungen mit sich bringt. Und von jedem einzelnen Mann gefragt wird, dass er sich dem stellt. Und zwar ehrlich. Aufrichtig, in Liebe zu seinem Sein, in der so glasklaren Selbsterkenntnis, der Spiegelung durch die weibliche Energie und Kraft. Und das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk der Weiblichkeit an die Männlichkeit, dass Männer sich erkennen dürfen und erkennen müssen. So könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr auf das Energiefeld des männlichen Kollektivs blickt. Es ist ein wenig ein Wackeldackelzustand. Ja, die Männer wackeln da ein wenig hinterher mit dem Herumgedackele, Herumgewackele. Und sie kommen noch nicht ganz in diese Konfrontation. Es braucht noch Zeit, denn jeder Schritt muss geübt werden und aus diesem Dackel, aus dem Herumgedackele, Herumgewackele, muss eine standhaft stabile Energie und Persönlichkeit ausgebildet werden. Kollektiv gesprochen, kann das eine Zeit in Anspruch nehmen von 2 bis 3 Jahren, je nachdem, wo dieser Mann steht, ab dem Zeitpunkt der Herzöffnung. Und wenn dieser Mann diese männliche Energie in die wahrhaftig tiefe, echte, liebevolle, ehrliche Auseinandersetzung mit und zu seinen eigenen inneren Lebensthemen geht. Vorher geht's nicht. Und kürzer geht auch nicht. Und nach 2 bis 3 Jahren ist er stabilisierter. Aber dennoch im Zuge dieser Transzendierung und Transformation noch ein Anfänger. Und jetzt erkennt, was das mit der Weiblichkeit zu tun hat. Wer führt wen? Im Grunde ist es die männliche Energie, welche die weibliche Energie führen muss. Und die Weiblichkeit sollte, darf folgen. Und bis dahin hältst du als Frau deine inneren Themen genau gleich. Zeitgleich. Tedeon gibt jetzt recht viele Heilungsenergien ab an die Männer, insbesondere auf das Solarplexus-Chakra der Männer, das liegt in der Magengegend, für Selbstvertrauen, für männliche Kraft, für das Ausbilden der echten Persönlichkeit und auch, um angstfrei zu werden, sich
den inneren Themen und Gefühlen zu stellen. Und es wird gleichzeitig auch Heilschwingung abgegeben auf das Sakralchakra. Um diese alten Traumata, um verletzt werden zu lösen, wenn das männliche Kollektiv in die Öffnung kommt. Denn dort hadert's im Moment. Es ist so ein Zustand von, ich sollte mich öffnen, ich kann aber nicht, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Oder wieder die gleichen Fehler zu begehen. Und diese Traumata wollen nicht mehr länger mitgeschleppt werden, damit eben keine Wiederholung von alten Geschichten stattfindet. Und zugleich auch mehr Freude, Lebensfreude in die männliche Energie kommen darf. Gut. Therion verbindet sich mit der Amethystspitze und die Amethystspitze sprüht diese Energien nochmals in den Kosmos für das gesamte männliche Feld und verbindet und verflechtet diese Energien mit Sternenquell, Heaven's Door Essence, um das Potenzial an männlicher Kraft, männliche Schönheit, männliche Führerschaft wirklich zu initiieren und dass der Wackeldackel da herumdackelt sich beruhigen kann und dass ein tieferes Selbstvertrauen in den männlichen Energien angelegt, geöffnet, geheilt werden darf, um in diese Öffnung noch tiefer reingehen zu können, um sich zu stellen, um keine Angst zu haben vor Konfrontationen, denn Konfrontation bedeutet nichts anderes als Kontakt. Und Kontakt ist etwas Schönes. Letztendlich hat es auch mit dem Kontakt zur weiblichen Energie zu tun. Und diese Berührungen auf energetischer Ebene, auf seelischer Ebene, aber natürlich auch im direkten Kontakt mit jeder Frau, mit jeder weiblichen Energie zuzulassen, zu erlauben, zu spüren und auch genießen zu können. Und das alles angstfrei, voller Vertrauen in diese heilsamen und transzendierenden Prozesse. Gut, es findet ein Switch statt auf die Achat-Höhle, was eine unglaublich tiefe Heilschwingung nun ausdehnt auf die weibliche Seite, und zwar in Bezug auf die weiblichen Geschlechtsorgane, auf die Heilung der weiblichen Geschlechtsorgane. Liebe Frau, liebe Weiblichkeit, noch immer tust du dich schwer, dich hinzugeben. Du kannst dich nicht hingeben. Auch aus den gleichen traumatischen Themen heraus. Und somit gelingt es dir nicht, in die Ruhe zu kommen. In die Hingabe, wo doch eigentlich dein größter Wunsch es ist, deinem Märchenprinzen zu begegnen, der ja selber noch eine Riesenzauderei veranstaltet, aus Angst, er könnte es falsch machen. Und du bist noch nicht, wie du es dir vielleicht vorstellst, die Königin auf dem Thron. Sondern erst wenn du
deine Weiblichkeit heilst, in die Hingabe gehst, in die Öffnung gehst, was absolut archetypisch weibliche Eigenschaften sind, kann auch die Männlichkeit ihre Schritte tun und sich bewegen. Doch Hingabe muss zuerst geübt werden, befreit werden, damit du in diese Öffnung kommen kannst, damit du dich absolut öffnen kannst für dich selbst, aber auch vor allem in letzter Konsequenz, und darum geht es immer, für das Allganze. Und wann immer du dich vollständig hingegeben und geöffnet hast für das Allganze, dann wird auch die Männlichkeit von deiner Energie angezogen kommen. Vorher geht's nicht. Du bist noch nicht die Königin auf dem Throne. Du wärst es gern. Du spielst es gern. Bist hier und da vielleicht eine kleine Diva. Im Inneren ist aber ein kleines, trauriges Mädchen, was in dieses tiefe Vertrauen und in die Hingabe, in die Ruhe, in die Akzeptanz, in die Selbstliebe dringend kommen muss, damit du aufsteigen kannst im Zuge dieser Prozesse, der kollektiven Prozesse, die auch deine individuelle Natur nähren und berühren. Also, liebe dich selbst, nimm dich ganz, ja, total an in deinem Frausein. Heile deine Weiblichkeit und öffne dich. Öffne dich. Öffne dich für das Allganze. Und dein Traumprinz auf dem weißen Pferd mit den Rosen in der Hand wird angeritten kommen. Als Ritter der Kelche. Oder wenn du es lieber anders magst, dynamischer als Ritter der Stäbe, leidenschaftlich, wie du es magst. Du kannst darauf vertrauen, dass er in jener Formation kommen wird, wie es für dich bestimmt ist. Doch übernimm die Selbstverantwortung für dich. Heile dich. Ehre deine Weiblichkeit. Liebe dich selbst und projiziere nichts. Öffne dein Herz und lass Betrübnis, Bitterkeit, Schmerzen jeglicher Art, körperlicher Art, psychischer Art, emotionaler Art, über dein Herz transzendieren. Auch das Herzchakra braucht seine Heilung. Und fühle dich angenommen und angekommen in der heiligen Schwesternschaft. Und so findet ein Switch statt im Steinheilkreis zu Nando, dem kleinen Rosenquarz-Einhorn. Und er übermittelt und sagt, ich bin das Einhorn der neuen Zeit, ich bringe die neuen Frequenzen, die neuen Heilinformationen. Und er öffnet diese Portale bei allen Menschen, die dafür wie einen Code angelegt haben, um auf diesen zuzugreifen und diese Heilinformationen anzunehmen, um damit gewinnbringend in der Zukunft arbeiten zu können.
Ob du so einen Code hast, bemerkst du, wenn es mit dir schwierig war in der vergangenen Zeit, wenn du psychisches Unwohlsein hattest, wenn du ein Heiler bist, eine Heilerin, ein Therapeut, ein Coach, ein Arzt, dann ist es für dich bestimmt, mit diesen neuen Heilinformationen zu arbeiten und diese Verantwortung anzunehmen. Denn wir können uns nicht mehr länger vor dem drücken. Es steht vor uns an, um auch frei zu werden von falschen Abhängigkeiten, die uns den Weg versperren, die anderen Menschen den Weg versperren und die toxisch sind, die ausgedient haben und welche den Menschen nicht in seine Freiheit führen. Denn Freiheit ist das Ziel dieser Transzendierung sowie Gemeinschaft, Union und Inklusion. Die Energie switcht weiter auf Leopold, dem türkisfarbenen Kristallschädel, Traveler, Kristallschädel, der sehr viel reist, im Universum reist, im Multiversum reist. Und er sagt, das soll alles mit Leichtigkeit und Kreativität, mit Verspieltheit und Entzücken gehen. Und schnell. Es soll kein Kraftakt sein, sondern aus Freude zu eurem Sein, zu eurem Wesen, aus Liebe, als ein Geschenk für eure Weiterentwicklung und für die Weiterentwicklung der Erde. Für die Weiterentwicklung eurer Persönlichkeiten. Und so kommt es zuletzt wahrscheinlich nochmals zur Linse, die in ihrem Inneren einen Engel beherbergt. Ihr seid alle behütet. Und tief genährt. Ja, das ist sehr schön. Die Botschaften sind durch. Die Kristallformationen machen jetzt hier noch weiter ihre Heilarbeit. Ich werde das in den nächsten Tagen weiter beobachten. Und falls es weitere Botschaften gibt oder geben sollte, durchgeben. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald.